Und weiter geht's hier bei Skyrim. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg nach Weißlauf. Nachdem wir unser ganzes Zeug hier in Flusswald losgeworden sind, zumindest die Sachen, das Gesetz und ihr die wir so halbwegs verkaufen dürfen. Also nach meinen Begebenheiten, da wir ja diese komischen Narrenrüstungen und alles hatten und die doch sehr viel wert waren und es glaube ich nicht ganz rechtens wäre, wenn ich überhaupt die verkaufen würde. Deswegen habe ich ihren Mann behalten und wenn ich irgendwann mein Haus habe, kann ich die ja dort deponieren. Ansonsten drücke ich die einfach meiner Gwen in die Hand und gut ist. Warum mache ich mir eigentlich das Theater und will jetzt hier nach Weißlauf rennen, wenn ich doch so einfach so jetzt dahin jumpen könnte, ne? Machen wir das mal so. Da haben wir doch Zeit gespart. Dumm eigentlich. Eigentlich dumm, ne? Weil den Weg sind wir schon mal abgegangen, deswegen wäre es Blödsinn, da jetzt nochmal zu latschen. So, ach, langsam kriege ich ein bisschen Rücken durch. Ich sollte mal eine Spielpause einlegen. Aber nicht jetzt, aber nicht jetzt. So, kommen wir mal hin jetzt hier mit Ladescreen. Loading Screen, Loading Screen, let's be. Ja, komm, jetzt mach mal hin hier. So, muss mal kurz eben was schreiben hier. Jimmy da, nämlich. Mit dem mache ich mich gleich noch eine kleine Laberrunde. So, senden. Hervorragend. Und wir gehen jetzt rein, wir gehen zum Jarl. Das sieht alles so viel anders aus jetzt. Anders, aber geil, ne? Schon doch. Also rein da. Sieht schon irgendwie heiß aus. So, jetzt einen kleinen Laberflash mit Jarl Balgruf. Oh, jetzt ist mir der Name einfach so wieder eingefallen, ohne drüber nachzudenken. Wahnsinn. Ach, einen Stufenaufstieg hatte ich ja auch noch. Müsste ich ja auch noch irgendwie ein bisschen irgendwo unterbringen. Aber machen wir später. So ist er denn. Der ist bei Fahrengar, schätze ich mal. Ach nee, ich muss erstmal zu Fahrengar. Hallo Fahrengar. Diese Begriffe stammen... Hallo. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Jupp. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Richtig. Und was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Hallo. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Okay. Eure Informationen gut, haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ja. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Ja. Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Fahrengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Oh mein Gott. Ihr solltet auch kommen. Okay, bin unterwegs. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich frage mich, was Nord wird, wenn mir so eine Begleiterin zugeteilt wird. Was passiert dann mit Gwen? Werde ich die dann verlieren? Was hast du für hässliche Schuhe an? Sag mal, habe ich keine Stiefel in meinem Inventar. Du musst doch Stiefel tragen. Komm, du kriegst den Narrenstiefel, okay? Wir halten an. Was ist los? Was braucht ihr? Ich brauche gar nichts, aber du brauchst ein paar Schuhe. Hä? Du hast doch Ulfriks Stiefel, warum ziehst du die nicht an? Ach, die haben keinen Rüstungswert. Haben die Narrenstiefel Rüstungswert? Nee, auch nicht. Warum ziehst du das Zeug nicht an? Blöder Kuh, dann leckst du mich am Arsch. Nach euch. Sagt ihm, was ihr tat über den Drachen. Noch nicht. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen.
Ihr habt es euch verdient. Genau. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Alles klar. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Kein Problem. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Mach ich das glatt. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Ach, Quatsch, komm. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Ah. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ach, deswegen hast du das Schwert schon angelegt, ja? Weil ich jetzt eine Axt kriege. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Pelzschild. Nein. Ich kann es nicht. Ich glaube, du hast eine Axt gekriegt, oder kriegst du? Ah, ne, die Axt kriege ich erst nach dem Drachen. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen. Sofort, du kriegst erst wieder ein paar Sachen von mir jetzt. Was braucht ihr? Ich brauche nichts, sondern du brauchst was. So. Und zwar. Wieso habe ich das Ding noch nicht verkauft? Guck mal hier, du kriegst das hübsche Schild jetzt. So macht man das. So, Waffen? Nö. Okay. Noch etwas, Irilet. Dann mal los. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ziere mal Stiefel an. Was? Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Mensch, ich muss dir unbedingt Stiefel besorgen. Das geht so nicht. So, raus hier jetzt. Ich bitte euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Derzeit? Ja, ich hätte sogar fast genug Geld, um mir das Haus schon leisten zu können. 5000 braucht man. Ach, hier ist meine andere Bekleidung. Hey. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Aber das gefällt sieht mir. Sieht ein bisschen komisch aus. Das ist sehr plastisch. Die Haare, das passt nicht so ganz. Nee. Da bleibe ich lieber bei meiner Quen. Aber hier in Weißlauf müssten eigentlich noch mehr von den Mädels rumrennen. Dwemer. Ach so, das Apparat, der im Flusswald in diesem Laden drin war. So ein Dwemer-Ding wahrscheinlich. So wie das aussieht. So ein Maschinenteil halt. Irgendwie. So. Die auch als bloß mal bekannten Waldelfen leben in Walenwald. Das Waldvolk baut seine Städte in gewaltigen Bla. Stillgestanden! Oh mein Gott, das sieht alles so anders aus. Auch so schön. Ein bisschen farbiger, ein bisschen kräftiger so. Das ist gleich was ganz anderes hier. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. So, aber irgendwie. Ja, ich glaube nicht, dass der Laden da noch offen hat jetzt. Weil ich müsste eigentlich auch mal meine wertvollen Sachen noch verkaufen. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Hübsche Rüstung habt ihr. Ja, doch, schon. Aber wenn es darum ginge, könnte ich ja eigentlich schon mal vorrennen, oder? Lavendel, hm? Die Lage ist folgendermaßen. Ganz schön dunkel, ja. Kann ich da jetzt noch rein? Nein, verfluchte. Ah, die hat einen Schmelzofen, oder? Da hinten hat sie einen Schmelzofen. Yeah, kann ich mal mein Zeug einschmelzen. Die sollen labern und ich tue schmelzen. Iron Ingot. Four Junk of Iron. Hey. Verstehe ich nicht. Egal, ich mache das jetzt einfach mal so. So. Okay, gut. Haben wir Stahl vielleicht auch noch? Nein? Zwergisch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verbogenes Stück Dwemer-Metall. Elfen? Wow. Ork? Nee, Ebenerz. Ja, habe ich ja sowieso nicht. Schmuck. Sonstiges. Ah, hier habe ich Kupfer. Jo.
Oh, das war's schon. Ach, ich brauche zwei davon, um eins brennen zu können. Oh, da kann ich sogar Gold. Aus einem Goldbarren kann ich mir 100 Goldmünzen machen? Ist ja fett. Aber was zur Hölle kann ich mit dem Lehm jetzt zum Beispiel machen? Ja komm, wir legen jetzt auch los. Los geht's. Ich bin unterwegs. So. Weiter, weiter ins Verderben. Wir töten Drachen, bis sie sterben. Ich bin immer gespannt, ob durch meine ganzen Modifikationen auch sich irgendwas an den Drachen geändert hat. Die Möglichkeit besteht ja, da ich schon selbst gar nicht mehr weiß, was ich denn jetzt hier alles überhaupt intus habe. Oh, mir fällt auf, dass ich langsam ein bisschen Hunger kriege. Sollte dann vielleicht auch mal ein bisschen was essen. Nach der Aufnahme dann. So, und zwar gehen wir diesmal ein bisschen auf Ausdauer, dass wir ein bisschen mehr tragen können. Zerstörungszauber haben wir jetzt eigentlich soweit, oder? Ja, können wir noch nichts. Nee, können wir noch nichts Neues machen. Wiederherstellen wäre da eigentlich ganz praktisch, oder? Wirke Wiederherstellungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Ja, wobei, das brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Was könnte ich denn noch? Schmiedekunst. Schmiedekunst. Oh fuck. Das kann ich doch nicht entziffern. Can create seed armor and weapons at forges and improve them twice as much can improve many. Oh mein Gott. Warum ist das immer alles so einhändig? Ach, bis jetzt habe ich nicht wirklich oft gekämpft eigentlich. Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie, Illusion, Beschwörung. Ich werde es trotzdem mit der Schmiedekunst mal hier machen. Früher oder später möchte ich ja dann doch mal anfangen. So. Ach, guck mal einer an. Da oben wird es dann wieder deutsch. Was ein Blödsinn. So. Da ich ja weiß, wo wir hin müssen, muss ich ja nicht auf die Leute warten. Kann ich eigentlich vorne wegrennen? So. Mit Vollstoff. Und ich nehme auch direkt die Abkürzung. Hola, Trio. So, komm vorwärts, Marsch. Uschi. Chaka, das schaffst du, los. Das ist wieder anstrengend, Leute. Was habe ich denn jetzt hier für zwei Pfeile? Ich weiß es nicht. Irgendwo muss ich jetzt mich hier erstmal verstecken. Unter irgendeinem Stein? Ach, da vorne. So. Haben wir das? Okay, gehen wir weiter. Vielleicht kann ich das jetzt auch einfach überswitchen, dass ich da warten muss, bis die da sind. Und dann machen wir noch schnell den Drachenfight. Zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Das ist das Problem, weil ihr alle fliehen wollt. Halt. Die Nachricht rette uns. Er kommt zurück. Wo denn? Ich sehe nichts durch das ganze Feuer. Was war das? Hier drüben hätte nie herkommen sollen. Hä? Ich dachte schon, ihr wollt mich jetzt auch noch angreifen. Wo ist er denn, der werte Kollege? Da oben. Reicht das da hoch? Nee, nicht wirklich. Alter, die Sounds sind aber heftig. Und ja, gefällt euch das? Geht er nicht immer so weit weg von mir? Au, was war denn das für ein Zauber? Wo denn? Wo denn? Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen hier. Ach, Alter.
Jetzt halt doch mal Ruhe. Elender Mistbock. Au, 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 au. Wo ist er denn? Ich seh nix. Ist so dunkel. Was sind die anderen roten Punkte? Au! Oh. Das könnt ihr nicht gewinnen! Die verbieten mir gerade. Ach ne, ich hab keine. Hallo, Schwert! Alter Schwede! Ich werde angegriffen. Ist immer noch nicht tot oder was? Aber irgendwo lebt ja noch so ein Bastard. Was denn noch hier? Ihr seid bereits tot. Ihr könnt mich nicht besiegen. Was ist jetzt? Wo kommen denn die ganzen Viecher her jetzt auf einmal? Super, das Beste verpasst, wie ich jetzt hier die Drachenseele aufnehme. Ich muss den Drachen erstmal untersuchen hier. Bei den Göttern schon wieder ein Kampf. Was denn, wo denn jetzt schon wieder? Wo kommen denn die alle her? Ich hasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Der steht schon wieder auf. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Das ist auch unsterblich. Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Okay, dann werde ich mich jetzt mal fix mit diesem Schrei ausrüsten. Müsste der Menüpunkt hier sein? Unerbittliche Macht? Was? Hey, cool. Apple Matte Favorites? Und das hätten wir auch mal die Favorites. Ja, wunderbar. Und dann haben wir die Schreie. Oh, da oben. Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachen erzählt. Alter, der ist unsterblich, der Typ. Der wacht immer wieder auf. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Warum stehen die Arschlöcher immer wieder auf? Ich habe nie davon gehört, Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Kann ich auch nicht wegjumpen, ne? Ja, doch, geht. Gut. Dann reise ich jetzt dahin, dann soll ich die eigentlich loshaben. Hoffe ich doch mal. So. Dann werden wir an der Stelle die Aufnahme auch beenden und ich höre jetzt mal auf, hier zu zocken.
Und dann werde ich erstmal ein bisschen was essen und so und ja, genau. Machen wir so, gell? Ja. Ja komm, lade mal fertig. Ich habe das Bild noch nie so gehabt. Diese Hühner und diese Essenskiste und so im Ladebildschirm. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. So, alles klar. Werde ich an der Stelle erstmal abspeichern. Halt. Save das Midnight. Wunderbar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.